Ich möchte euch jetzt jemanden vorstellen, der ist gleich von der anderen Seite der Grenze. Der Max organisiert Berchtesgadener Land, steht auf, da will ich auch noch ein paar Worte sagen. Grüß euch! Geht's euch gut? Gut. Ein bisschen nass sind wir schon, aber das hilft nicht. Im Gegensatz zu manchen anderen, die was jetzt momentan gerade irgendwo gemütlich vor dem Fernseher sitzen, sie jammern zwar immer, aber so wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern, sind wir die, die was Flagge zeigen, die was Eier in der Hosen haben. Zu meiner Person, ich bin einer von euch, ich heiße einmal Max Baumgartner, ich bin ein Steirer, ich wohne in Freilassing und bin dort selbstständig, wohne dort, lebe dort und es macht mich traurig, wenn ich heute Leute habe, die was zu mir essen kommen, ich habe so einen kleinen Bosner Standl, nichts Großes und jeder sudert nur. Ja, jeder schimpft über das, was zu machen ist, was uns vorschreiben, aber wenn du dann sagst, ja komm, dann lass uns was machen, sind es die wenigsten, die was wirklich Eier in der Hose haben. Es ist leider so, es stimmt mich halt sehr traurig und das müsste man eigentlich meine Erachtens nach dringend ändern. Wir müssen einfach aufstehen, wir müssen mehr werden. Und wir müssen lauter werden. Ich organisiere in Freilassing mit der Gruppe BGL steht auf, gemeinsam Demos. Wir haben jetzt da schon zwei gehabt. Die dritte haben wir jetzt am 20.12. Und für die Lügenpresse, die was wir ja auch sehr ans Herz gewachsen ist mittlerweile schon, muss ich sagen. Schaut mal, ich trage heute meine Haare richtig lang. Ich habe also wenig Haare, ich habe ein Tattoo. Ich will euch nur eins sagen, nur weil ich wenig Haar habe, tätowiert bin, bin ich weder rechtsradikal, das heißt, das ist eure Meinung, das ist in Ordnung und ich muss auch sagen, es ist mir eigentlich ganz egal, wer welche politische Meinung hat. Der Virus wird da keinen Unterschied machen, schätze ich mal tief. Ich bin auch kein Leugner, muss ich auch dazu sagen, es gibt den Virus, aber mir stimmt es einfach traurig, dass einfach die überzogenen Maßnahmen, was unsere Politik mit uns macht, absolut nicht zusammenpasst. Wir sperren Gasthäuser zu, wir machen die Gastronomie tot, wir machen die Hotellerie tot. Dann sperren wir es einfach zu. Zuerst lassen wir einen Haufen Sachen machen, wie Plexiglas, dann tun wir es wieder auseinandersperren, die Leute nur die halbe Besetzung machen. Dann wird sie über die Nacht zugesperrt und ja, die Zahlen gehen trotzdem auf. Also irgendwas stimmt dann da irgendwie nicht. Also dann kann es eigentlich rein theoretisch an dem nicht liegen, dass die Hotellerie zugesperrt ist und die Gastronomie. Und für das würde ich sagen, müssen wir einfach aufstehen und lasst euch alle nicht unterkriegen. Bleibt gesund und in diesem Sinne, danke, dass ihr alle da seid und haltet durch. Danke. Danke vielmals.